Moin moin und herzlich willkommen zurück bei GTA 5, bei der LSPDFA-Mod mit dem Banshee. Ja, wir sind jetzt wieder in einer neuen Runde dabei. Und zwar diesmal nicht nur mit der LSPDFA-Mod, sondern auch mit ein paar anderen Mods. Zum einen die Grafikmod Sweet FX. Die zeige ich euch gleich einmal, die kann ich in-game ein- und ausstellen, dann werdet ihr den Unterschied sehen. Zum anderen aber mit anderen Callouts. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die drei oder vier Standard-Callouts von LSPDFA, sondern durch einige Mods, die ich mit in die Videobeschreibung packe, noch andere Mods. Darunter können auch Bank Robberies sein, die an die Heist-Überfälle von GTA Online angelehnt sind. Allerdings werden diese sehr, sehr selten ausgerufen. Und ja, aber vielleicht haben wir ja Glück und erleben mal einen so einen Callout. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und was wir noch haben, die Police Toolbox. Zeige ich euch gleich auch. Erstmal erstellen wir uns hier jetzt schnell unseren Police-Charakter. Heute sind wir in der Vinewood Police Station. Das heißt, wir sollen uns nochmal richtig ordentlich kleiden. Ah, nehmen wir mal den hier, der sieht doch schon ganz gut aus. Hier mit Krawatte. Machen wir so. Ja. Genau. Passt doch. Und dann nehmen wir noch einen schicken, eine schicke Karre mit dazu. Ja, nehmen wir noch den Buffalo. Passt doch. So. Und zack, da sind wir. Genau, da unten links steht es. Code 3 Callouts und Bank Callouts heißen die beiden Mods, die ich noch dazu gehauen habe. Und dann eben noch die Police Toolbox und die Sweet FX Grafikmod. Und die zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar ist sie momentan eingeschaltet. Und so ist sie aus. Das heißt, ihr seht, die Farben werden nochmal komplett ja, klarer und die Texturen halt auch ein Tucken schärfer. Der Unterschied ist dann doch schon ganz schön enorm, finde ich. Wir lassen es auf jeden Fall enabled. Die Police Toolbox öffne ich mit der Taste L auf der Tastatur. Und dann haben wir hier so ein paar schöne Möglichkeiten, so einen Strafzettel zu schreiben, falls jemand falsch geparkt hat. Wir können Wheel Clamps an ein Vehikel dran machen. Wheel Clamps sind ja so Wegfahrsperren. Die werden an Reifen angebracht und dann können Autos sich nicht mehr bewegen, beziehungsweise, ja klar, wenn du Vollgas gibst schon, aber dann reißt du dir quasi deine ganze Karosse auf. Genau, da können wir uns Infos zum Auto holen, den Fahrzeuginhaber lokalisieren. Wir können eine Bomb Detection Unit requesten. Wir können Ambulanz rufen. Wir können ein Fahrzeug beauftragen, einen Verdächtigen zu verfolgen. Und wir können ein neues Fahrzeug requesten und eine Crime Scene createn. Genau. Und, genau. Ach, ich habe noch eine weitere Mod installiert. Die hätte ich nämlich schon fast vergessen zu starten. Und zwar ist das. Geht das hier rüber, Load Plugin, und jetzt heißt das Plugin The Menu. Eine Sekunde warten und zack. Und die öffne ich mit Pfeiltaste links auf meinem Gamepad. Und da kann ich nämlich auch direkt mal so verschiedene Polizeifahrzeuge spawnen lassen. Ist natürlich ziemlich geil, wenn mein Fahrzeug jetzt gleich wahrscheinlich nach 1-2 Einsätzen direkt ziemlich kaputt ist. Kann ich mir dann hier einfach ein neues suchen und das erscheint dann direkt vor mir. Sprich, ich brauche hier nicht mehr Verstärkung rufen und meinen armen Kollegen das Fahrzeug klauen. Und ich kann mit dem Menü hier auch das Wetter beeinflussen. Machen wir es doch jetzt einfach mal extra sunny. Weiß gar nicht, ob die Pfützen nach einer Zeit. Ich mache einmal clear. Ne, extra sunny. Pfützen werden wahrscheinlich gleich schon weggehen. Genau. Yo. Und da haben wir auch schon die erste Meldung. Impaired Driver, also sowas wie ein Rücksichtsloser. Genau, wir sollen mit Code 2 antworten, sprich kein Blaulicht. Trotzdem fahre ich hier jetzt einfach mal über Rot. Und Impaired Driver, genau, das ist kein rücksichtsloser Fahrer, das wäre ja reckless, sondern ja einer mit so einem total kaputten Auto. Und der gefährdet halt den Straßenverkehr, wie ihr seht. Das heißt, den werde ich jetzt einfach
versuchen, hier aus dem Straßenverkehr zu ziehen, indem ich ganz normal signalisiere, dass er rechts ranfahren soll, was er bis jetzt noch nicht tut. Wahrscheinlich will er erst abbiegen oder so. So, ja, direkt hinter der Kreuzung gehalten, was soll's. Brauchen uns nicht weiter stören. So. Who the heck are you, you son of a bitch? Genau. Wir fragen erstmal nach seiner ID und alles und überprüfen die. Das kennen wir ja schon. Wie heißt er? Dustin Miat oder wie soll man das aussprechen? Ich habe keine Ahnung. Also Dustin und dann so. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da ist schon mal alles in Ordnung. Einmal das Fahrzeug kontrollieren. Aha, das Fahrzeug ist also auch noch geklaut. Das heißt, den Typen kriegen wir jetzt erstmal richtig dran. That's nuts. Ha, bevor er abhaut. Police! Stop whatever the hell you're doing! Ha, gotcha! Genau. Du kannst schon mal schön auf dem Boden. So. Haben wir doch gleich die erste erfolgreiche Festnahme hinter uns. Sprich, ihr seht, wir hatten direkt schon Glück und haben einen neuen Callout bekommen. Und ich glaube, wir können jetzt gleich mit der Toolbox noch den richtigen Inhaber der Karre finden, indem ich mich einfach hier dran stelle, die Toolbox öffne, locate Vehicle Owner. Und dann requestet er das da unten, leider ohne Funkspruch. Jay Norris, ich hoffe, der war das. Hab ich jetzt eben nämlich nicht drauf geachtet. Ja, witzig. So, das hat natürlich nicht geklappt. So, nochmal. Erstmal DMV-Info. So. Everything seems to be okay with this vehicle. Okay. Da arbeiten die Mods anscheinend doch nicht so toll miteinander. Denn wie wir wissen, ist das Ganze geklaut. Ich gebe es nochmal ein hier. Haben wir eben eindeutig gelesen. Ups. So. Register to Jessica Hill. So, jetzt können wir das machen. Jessica Hill. Okay. Jessica Hill. Send. The suspect lives on Nicola Avenue. The suspect lives on Glory Way. Das ist. Ah, okay. Interessant. Wir haben gleich ganz verschiedene. Na gut. Das ist interessant. Warte. Ich werde das Fahrzeug jetzt erstmal ganz schnell hier an den Straßenrand bringen. So. Oha, da läuft auch definitiv was aus. Ich glaube, ich werde mir demnächst noch eine Mod holen, wie so ein Abschleppwagen. Weil das geht überhaupt nicht hier. Ach, wie krass. Der zieht sogar so eine Ölspule hinter sich her. Das ist ja cool. Aber wie kann ich denn das jetzt bearbeiten? Ich drücke mir jetzt einfach mal auf Y oder vielleicht T. Auf Y haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal hier. Auf
Vielleicht war das auch gerade Zufall. okay. Ich werde das Fahrzeug jetzt erstmal hier mit so einem Wheel Clamp sperren. Ja, you have wheel clamped this vehicle. Da gibt es leider noch keine Animation für, weil halt diese Fahrzeugsperre ja quasi noch gar nicht im Spiel mit drin ist. So. Genau, ach guck mal, jetzt zeigt er uns gleich schon zur ersten Person an. Das sind jetzt alles Jessica Hills oder was? Okay. Ja gut, kann ja sein, dass es mehrere Jessica Hills gibt, das soll ja vorkommen. So, auf jeden Fall ist hier. Going down the street on Popular Street. Wahrscheinlich unter uns oder wie jetzt? Das ist auf jeden Fall keine Frau hier. So. Police, let's see some hands up. Genau. Jetzt werden wir hier erstmal. Ups, da hat mich kurz was auf den Desktop geschmissen. Entschuldigung. Adam Smith, okay, das ist er nicht. Und er hier. Nö, auch nicht. Okay. Oh, Sekunde. Irgendwas hat GTA gerade. Die Frames sind gerade im Keller. Ah, jetzt sind sie wieder normal. Sehr gut. So, Entschuldigung dafür. Du gibst mir jetzt auch nochmal deine ID, bitte. Oh, jetzt gibt mir immer der Hintere seine ID. Nein. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Wir bringen den Typen jetzt in den Knast und dann ist Feierabend. Ach, das muss ich mir nochmal durchlesen, was man dann machen kann, wenn so ein Fahrzeug beschädigt am Straßenrand steht und oder beziehungsweise gestohlen ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr nützlich, diese Toolbox. Da kann man ein bisschen was mitmachen. Aber es wäre schön, wenn das ein bisschen besser miteinander harmonieren würde noch. Weil über die Toolbox-Mod konnte ich jetzt gerade nicht feststellen, dass das Fahrzeug geklaut ist. Da hat er gesagt, das ist alles okay mit diesem Fahrzeug. Hm, okay. Aber die LSPDFA-Mod hat mir gerade gesagt, habt ihr ja gesehen, nö, ist gestohlen. Weswegen wir auch ja den Typen hier jetzt festgenommen haben. Weil er ist total rücksichtslos fahren mit einem völlig kaputten Auto, was den Straßen gefährdet. Und dann noch das Auto quasi gestohlen haben, geht gar nicht. So. Vielleicht können wir der Sache ja hier nach noch weiter auf den Grund gehen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir den Typen jetzt erstmal eingebuchtet. Ja. Nicht diese Schimpfwörter hier. So. Also das war auf jeden Fall ein Typ. Das kann ja schon mal nicht sein. Dann gucken wir uns doch mal die anderen Frauchen an oder die anderen möglichen Personen. Ob davon denn eine diese Jessica Hill ist. So. Knallen wir hier einmal schnell rüber. Ja. Ah, die Straßen sind mittlerweile übrigens auch trocken geworden, sehe ich gerade. Ich hatte schon fast die Befürchtung, dass das dann nicht mehr geht, wenn man das mit der Mod umstellt, mit der SweetFX-Mod, beziehungsweise mit The Menu. So. Das muss ich mir aber auf jeden Fall noch notieren, so ein Abschleppfahrzeug. Ein Abschleppfahrzeug-Mod, die gibt es bestimmt auch schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Wow. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall... Suspect walking. I don't need another lecture.
Das soll wieder eine Jessica Hill sein, das kann ich fast nicht glauben. LSPD! Freeze! Get them. Klaus Helbo, ja. Alright, off you go! Ja, passt, du kannst wieder gehen, auf jeden Fall. Gut, ja, ich weiß, habe natürlich jetzt eben nicht so schnell sehen können, welcher gelbe Punkt als erstes angezeigt wurde, weil das wird wahrscheinlich der richtige sein. Und warum der mir jetzt 4 anzeigt und davon jetzt schon 2 Männer waren, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Sind also auch noch nicht bugfrei, die ganzen Mods. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Weil das sind ja alles Entwickler, die das in ihrer Freizeit tun. Und ich finde, da braucht man nicht drüber... Alter Lachs! Wow, what the fuck? Was ist passiert? Das sind alles die gleichen Typen, habe ich das Gefühl. Okay, das vergessen wir einfach mal. Ich fahre weiter. Mit Steuerung Y kann ich das übrigens gleich alles löschen. Beziehungsweise abbrechen. So, Alter, schon wieder so viele. Da irgendwo eine Frau dabei? Nee. Okay, das hat anscheinend schon mal nicht funktioniert. Na gut. Jawohl, das mit dem Apparel Driver Call haben wir durch. Aber die Person kriege ich jetzt nicht weg. Nö. Okay. Na gut, ja, dann lassen wir die einfach da hier auf dem Radar. Was soll's, mein Gott. Wow. Vorsichtig, Junge. Heute über die Straße gehen. Ey. Den Typen schnappe ich mir jetzt mal da vorne noch schnell zum Abschluss dieser Folge. Oh! Der fuhr ja mit seinem Sportwagen hier sowas von rücksichtslos gerade. Gibt da einfach Gas, wenn Leute an ihm vorbeigehen. So, Ampel, werd grün, damit der Typ weiterfahren kann. So, jetzt wird er abbiegen und dann wird er rechts ranfahren. Oder auch nicht abbiegen, obwohl er blinkt. Und nein, mitten auf der Straße hältst du auch nicht. Ja, das sieht doch schon gut aus. Perfekt. Immerhin etwas klappt hier. So, mein Freundchen. Was ist denn mit dir verkehrt? Hey, Jerkop! What's up with you? I got some smoking to do. Come on. Ich danke. Wie heißt der gute Mann? Luke Trafford. Okay. Luke Trafford, da wollen wir dich mal kontrollieren. Luke. Natürlich öffnet sich dann diese Mod, wenn ich L drücke. Ja, man muss aber ein bisschen öfters drücken. Luke Trafford. So. Da ist alles okay. Und. Wow, 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 ich kann die Zahl da nicht erkennen. 3 ist das, glaube ich. Aber ein IH und dann 783. Okay. Na gut, ist alles in Ordnung. Und wollen wir die mal mit einer Verwarnung gehen lassen? Und wir haben noch einen Callout. Ja, den werden wir jetzt mal ignorieren. Von denen kommen mehrere auf jeden Fall. Ich guck mal gerade schnell auf meine Uhr, wie lange wir jetzt schon dabei sind. Ja, locker schon eine Viertelstunde dabei. Ich denke, das sollte erstmal für die erste Folge reichen. Danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und natürlich am besten auch ein Abo da. Und wenn ihr Anregungen, Kritik oder Hilfe habt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wir lesen uns die alle durch und antworten natürlich auch drauf. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.